Ja, hallo liebe Foto- und Videofreunde, schön, dass ihr wieder da seid. Im heutigen Video beschäftige ich mich mal mit dem Video einer jungen Fotografin aus Calgary, das ist im Süden Kanadas, und die gute heißt Irene Rudnick. Und ich meine, sie verkörpert im Gegensatz jetzt zu den letzten zwei Videos schon wieder einen etwas anderen Style. Hier geht es jetzt aber nicht so sehr um Boudoir-Fotografie, sondern es ist mehr zum einen ein Werbevideo für ein bestimmtes Produkt. Sie macht es aber sehr geschickt und auch sehr schön, wie ich finde. Und zum anderen ist es mehr in Richtung romantischer Porträtfotografie. Dazu hat sie sich zwei bezaubernde junge Models eingeladen, die aber auch vom Fach sind. Also eine ist, glaube ich, sogar selber Fotografin. Diese bewirbt sie auch. Ich finde, das Ganze macht sie rundum sehr schön und ist für mich so, muss ich jetzt sagen, wirklich ein Prototyp eines Videoshootings, das sich mit Fotografie beschäftigt und zeigt, wie man jetzt Licht einsetzt und was man dann weiter aus den Bildern machen kann. Da werde ich aber natürlich auch wieder während des Videos drauf eingehen. Da wünsche ich euch, ohne jetzt noch lang rumzulabern, viel Spaß und freue mich natürlich über Kommentare. Bis gleich. So, liebe Leute, und da wären wir wieder bei mir im Fotostudio. Und wie ich das ja jetzt bereits angedeutet habe, das ist also eigentlich ein gesponsertes Video von der Firma Zion. Und die machen also LED-Lichter oder allmögliches Studio-Zubehör. Schauen wir es uns mal an, wie die Irene das Ganze jetzt hier umsetzt. This video is sponsored by Juwin Tech. Hey guys, Irene here. Welcome. Jetzt hat sie natürlich den Namen, soweit ich das weiß, falsch gesagt. Ist nicht ganz so optimal für ein gesponsertes Video, denn das will ja der Sponsor natürlich auch weiter verwenden können. Also eigentlich heißt Sion, so wie ich das mitgekriegt habe. Egal, nicht so schlimm. Welcome back to my YouTube channel. Today I'm doing a studio photo shoot in my small living room with two gorgeous models, Eve and Morgana. Both of them are actually amazing artists. Eve sings and paints, her art is so beautiful, and Morgana is also a photographer with a really cool style. So definitely check out both of them. They are amazing. So, und das darf man auch gerne machen, ein bisschen Werbung für die Models, sind beides ebenfalls Künstlerinnen im malerischen und im fotografischen Bereich tätig. Finde ich klasse, lässt natürlich erwarten, dass das Shooting auch entsprechend glatt und kreativ über die Bühne geht. Ja, und jetzt kommt der Werbeteil. For my lights, I will be using the Juwin Moles G200 LED lights and their parabolic soft boxes. I will also talk a little bit about why I personally prefer to use LED lights instead of flashes for portraits, so let's get started. For the first look, I started with models sitting on the stool and I positioned my light to the left, a bit higher than their faces, and I angled it down about 45 degrees or so. Ja, das beschreibt sie jetzt auch sehr schön. Sie hat also die Parabolbox da an das LED angeschlossen. Das gibt natürlich schöne runde Catchlights in den Augen, ganz klar. Diese LED-Lichter sind offensichtlich sehr klein, anscheinend aber recht powervoll, diese große Parabolbox auszuleuchten. Die hat, glaube ich, 90 Zentimeter oder was sie jetzt gesagt hat. Gibt ein schönes Licht, muss man sagen. Ein bisschen Probleme meiner Ansicht nach wird sie mit einem anderen Fact haben, will ich aber später beleuchten. I also feathered the light a bit, meaning instead of the light hitting the models directly, it's shifted a bit to the side. You can see it better with this diagram. This would be more direct and this would be more feathered. Das habe ich in meinen Videos grundsätzlich, wenn ich Porträt-Shootings beziehungsweise jetzt auch Produkt-Shootings gemacht habe, auch so gehandhabt. Ich zeige euch immer anhand eines Diagramms, das ihr euch übrigens auch downloaden könnt, wie das Licht-Setup und das Boxen-Setup gestaltet ist, sodass ihr das nachvollziehen könnt. Finde ich toll, dass sie das so macht. Light. I like feathered lighting because it's softer and it makes the background darker, but this is never an exact science for me, and I adjust the light a lot during the photo shoot. I can make it more or less feathered depending on my liking.
Was sie jetzt gerade beschreibt, ist, dass sie mit den Boxen jetzt oder mit dieser Box, Parabolbox, jetzt nicht unbedingt direkt die Models anstrahlt, sondern sie nur ein bisschen streift. Und das bedeutet für sie natürlich, ja, der Hintergrund wird dunkler, weil es den Hintergrund jetzt nicht so sehr erwischt. Und die Models kriegen noch viel mehr Reflexionslicht aus der Box selber ab. Sieht natürlich interessant aus, wenn es funktioniert. Aber dass es funktioniert, das werden wir jetzt gleich sehen. The outfits and the jewelry are thrifted, of course, as usual. And the backdrops I'm using will be linked in the description. They are from Kate Backdrops. Kate Backdrops habe ich auch, denn was ihr im Intro gesehen habt oder im Abspann noch sehen werdet, dieser Hintergrund, der ist auch von Kate. Und die sind wirklich gut. Ooh, what if, you know what, Morgan, put your hand down. You both just hold hands at here at the bottom. Yeah, yeah, there we go. That's really nice. Yes, that's beautiful. Ooh, I like having your hand peek just a little bit. Maybe lower? Yeah. Ja, das sieht man schon. Die Models selber, die bieten schon an und das ist natürlich toll, wenn man als Fotograf solche Models hat oder so ein Model, dass man selber schon die Posen anbietet und aktiv mitarbeitet. Das ist das Schönste, was dir passieren kann. Yes, that's gorgeous, you guys. So, was sie jetzt ebenfalls hier gut macht, sie zeigt schon gleich die Kameraeinstellungen, also hier relativ offenblendig mit einer 2.8 ISO 100, 160stel Sekunde ist sie natürlich recht gut verwacklungsfrei dabei. Aber bei einer 2.8 kommt auch genug Licht rein, dass sie so arbeiten kann. Und sie benutzt einen 2870er mit einer F2. Ja, tolle Geschichte. Ist natürlich als Zoom-Objektiv jetzt für sie recht gut geeignet hier im Studio. Ein 50er wäre auch nicht schlecht. Auch toll. Sie zeigt das Bild direkt aus der Kamera und zeigt auch die bearbeitete Variante. Und da seht ihr dann, sie hat also mit dem Weißabgleich auf jeden Fall mal gearbeitet, sodass das Ganze auch ein bisschen wärmer von der Tonung wird. Also die RAW-Bilder sind leicht rötlich. Macht nichts, dafür sind RAW-Bilder da, die kann man sehr gut modifizieren. Musik gefällt mir auch gut. I also took some pictures with the Canon RP and the 50mm 1.8 lens. Ah, seht ihr, jetzt benutzt es 50er. Na, schauen wir mal. I just wanted to show you guys a little comparison between the more high-end setup that I normally use and something a bit more affordable. Let me know which one you like better. I think they're very, very comparable. I tried to edit them as close as I could. When it comes to studio work, you definitely don't need the most expensive lenses and cameras. The thing that matters the most is actually the lighting. So, und da hat sie völlig recht. Also sie hat jetzt eine günstigere Kamera genommen für das 50er und hat gesagt, also sie hat jetzt beide Bilder mal nebeneinander gestellt. Finde ich auch toll, dass sie diesen Vergleich macht. Ganz klasse, damit man auch mal sieht, dass es nicht immer das Teuerste sein muss, mit was man fotografiert, sondern sie sagt auch völlig korrekt, das Licht ist das Wichtigste. Für mich kommen danach gleich die Objektive. Der Kamerabody ist heutzutage bei Kameras, sage ich jetzt ganz offen, der letzten 10 Jahre, ist die Qualität so gut von den Aufnahmen, dass man da wirklich nicht dran rütteln muss und nicht immer gleich das Neueste kaufen muss. Ist ganz meine Rede. Erstaunlich, dass so ein junger Mensch diese Einstellung hat. So let's talk about it. I mentioned earlier that I'm using Juwen Mollis G200 LED lights. This is my first time using them and my first impression. Ja, jetzt kommt natürlich wieder der Werbeblock, aber da muss ich gleich auch noch was dazu sagen. Diesen Normalreflektor, den ihr hier seht, das ist jetzt die neueste Technologie. Ich habe das jetzt schon, die gibt es jetzt schon 2-3 Jahre lang, diese Art Reflektoren zu bauen oder zu konstruieren. Und die Dinger verstärken tatsächlich das Licht noch. Also das bedeutet, ihr habt jetzt nicht einen Lichtabfall durch Streuung im Reflektor, sondern das ist alles, das sind wie kleine Linsen, diese Konstruktion. Und die geben sogar noch mehr Lichtpower ab, als jetzt das LED-Licht für sich allein.
Ja, also das ist schon klasse und die Dinger, die sind wirklich sehr wirkungsvoll. Was wow, this light is tiny, super light, 2.2 kilograms to be exact, and this is definitely the smallest LED light with this kind of power that I've ever used, which is amazing since I'm pretty small and handling big bulky lights is hard for me sometimes. So I paired it with the Juin 90 centimeter parabolic softbox. It's bones mount just like the light, super easy to assemble and disassemble. It's big, produces beautiful soft light, and these kind of soft boxes are definitely my favorites for portraits. What I love about LED lights in general is how easy they are to use, and essentially for this one, you just have two buttons here, one controlling the power and the other for temperature. Naja, da wird sich natürlich Siyun freuen. Wenn sie jetzt noch den Firmennamen richtig gesagt hätte, wäre es wirklich ein perfektes Werbevideo geworden. Aber ich finde es auch so klasse. Sie zeigt das sehr schön, was man jetzt mit den Lichtern alles machen kann. Warm, kalt, justieren, stufenlos, natürlich von 0 bis 100%. Klasse, kann man so machen, ist völlig in You can Ordnung. also control these with your phone through Bluetooth and ZY Vega app. I definitely would recommend a light like this to someone. Das ist natürlich auch der Hit, das gefällt mir sehr gut, dass man über Smartphone das Licht konstruieren kann, kontrollieren kann. Also man braucht keine extra Funkgeschichten hier sich anzuschaffen, noch zusätzlich oder proprietäre Funkanlagen zu benutzen, die der Hersteller bereitstellt und sich bezahlen lässt. Man kann es mit dem Smartphone machen, klasse Ding. Nicht schlecht. Who's just learning studio lighting because it's just so easy to use. You really don't need a manual for these lights. And this is the first reason why I personally prefer LED lights over strobe or flash. It's just extremely easy to use and I totally recommend it for beginners. Yes. Maybe just a little bit lower with the chin. Just a little. Yes. Yeah, that is perfect. Actually, I'm gonna lower the light. Yeah, that's better. Oh, Moran, what if your hand, what if you, yeah, what if you like, no, what if you grab her? Yes, right there, it's nice. Yeah, I like that. Yeah. What if, I don't know if it's possible to have like the strap a little bit off. Is it gonna just fully fall down? Probably. I can like keep my hand up. Ooh, that's kind of nice actually. I do like that. Yeah, I do like that. Change a few settings here. One sec, you guys. Okay, there we go. Oh, beauty. Ja, klasse. Sieht schon sehr gut aus. Ich meine, die beiden Models sind aber auch so dieser romantische Typ. Allein schon dieses volle wallende Haar, klasse gemacht, sehr schick auch geschminkt, auch nicht zu glänzend, finde ich auch toll. Und die beiden sind wirklich ganz gut aufeinander abgestimmt. Also entweder die haben das schon mal zusammen gemacht oder sie können sich gut leiden. Das ist nämlich auch sehr wichtig, wenn zwei zusammenarbeiten, dass sie sich halbwegs gut verstehen und sich nicht abstoßend finden. Side. Yes. Yeah. Ooh, what if you almost put your head on top of her head? Maybe like a little bit on the side? No, then you're mimicking hers. Can you try to go the other way? Yes. With the other hand. Yeah. That's perfect. Just this one more close. Ja, sie leitet die zwei auch gut an, das ist okay. Tatsächlich gibt es etwas, was mich stört jetzt an diesem ganzen Setup. Das ist, dass sie hinten die Tür offen hat. Mich würde das verrückt machen beim Shooten. Also, das gefällt mir jetzt nicht. Aber ansonsten, mein Gott, ja, ist nicht schlimm. Yes, that's really nice. Is it possible here to have a little bit off? Und was sie da rechts stehen hat, ist ein 3D-Drucker. Also anscheinend ist sie in dem Bereich auch noch aktiv. Finde ich nicht uninteressant. Habe ich auch.
and just get closer to her, so it's like almost... Here, first, get close to her so it like, you know what I mean? So almost her, she's like in the, she's like almost holding your dress. If that makes sense. Now, oh, you know what? Maybe if you go a little bit higher, because I really want to do like the head on top of the head. Yes. Yeah. Because I want to do it like really, one more thing, the knees. Is it possible to cover them for this shot? All right, and then like literally rest your head on top of hers, but turn it towards me. Yes. Okay, let's see. Oh, the only thing, because you're, put your hand on, under her hair. Yeah. Oh, that's beautiful, you guys. And then just one more thing, Morgana, your other hand, put it over somewhere. Maybe like somewhere below. Yeah. There we go. That's the shot, you guys. That's very pretty. Ja, und ihr seht schon, wie sie jetzt Serien durchschießt. Immer in derselben Pose. Jetzt, warum macht sie das? Weil sie natürlich durch die Windmaschinen ein Problem mit den Haaren hat und sie muss dann irgendeinen Schuss erwischen, wo das Problem am wenigsten auftritt. Also nochmal, ihr seht es jetzt hier bei einer 160. Sekunde. Normal gibt es da unscharfe Haare, also wenn sie sich im Wind bewegen. Mit viel Glück erwischt sie gerade so einen Scheitelpunkt, wo die also hochwehen und dann wieder gerade oben stillstehen und wieder runterkommen. Und da sind sie dann einigermaßen scharf. Ihr könnt das dann aber auch nachher in den Bildern sehen. Da hat sie also manchmal leicht unscharfe Bereiche in den Haaren. Und das hängt auf die Entfernung jetzt auch nicht mit der Offenblende unmittelbar zusammen, sondern tatsächlich mit der Windmaschine. Aber auch hier mit einer F2.8 ISO 100, 160. Sie hätte locker gehen können auf ISO 200 oder ISO 400, um das Problem noch weiter zu minimieren. Ja, wieder das RAW-Bild. Sehr schön, wirklich schön. Reason number two for using LEDs, it's constant light. So you don't have to take a picture to actually see the result. You are seeing it the whole time. And I find it a lot easier and faster to adjust the position of the light with LEDs rather than strobes. Ja, ich habe das in den anderen Videos jetzt auch schon erklärt. Natürlich ist es mit Dauerlicht immer etwas einfacher, die Lichtsituation zu beurteilen. Vor allen Dingen, du hast halt wirklich das Licht, was nachher auch im Foto erscheint, wirklich schon bei der Komposition vor dir. Und das ist natürlich das Optimale. Ja, du erlebst dann keine Überraschungen mehr, sondern kannst einfach weiter nur noch in der Bearbeitung das Bild optimieren. Bei Blitzlicht brauchst du halt um einiges mehr Erfahrung, um die Ergebnisse parat zu haben. Die andere Geschichte ist natürlich die, mit Blitzlicht arbeitest du deutlich verwacklungsfreier und wie hier natürlich jetzt bei dieser Geschichte mit der Windmaschine, hast du viel mehr Chancen, alles komplett scharf zu kriegen. Aber sie hat völlig recht, für einen Anfänger ist es natürlich viel besser zu handeln. Mit dem LED-Licht. Plus, it's great for both photo and video. And nowadays, us photographers have to learn how to make great video content for social media. And I love that with LEDs, I can easily switch from taking pictures to taking beautiful behind-the-scenes footage. Das ist natürlich auch ganz klar. Sie ist YouTuberin und mit den LEDs, die jetzt heute doch so powerful sind, dass man auch wirklich gut damit fotografieren kann, kann sie natürlich ihren Videocontent absolut super erstellen. Das ist ja ganz klar, da braucht sie ja zwingend Dauerlicht. Und das ist natürlich mit solchen Leuchten, auch gerade wenn sie so leicht und kompakt sind und so viel Kraft haben, ist es schon das Optimale für sie.
Ja, und da seht ihr es, bei der Rothaarigen ist links, gehen die Haare schon in die Unschärfe rein, durch das Wehen natürlich, ganz klar, aber wunderschönes Bild, macht gar nichts aus natürlich. Also an der Bildkomposition, an dem Wert des Bildes ändert das überhaupt nichts. Der Schmuck kommt auch schön zur Geltung. Okay, let's now get you both sitting on the floor. So we'll get rid of the chair. Yeah. Oh, that's gorgeous, you guys. And we're gonna look at me. Oh, wow. You guys, that's so pretty. I think you're slightly, you bring your face towards me just a little bit more. Yeah, yeah. Yes, there we go, there we go, there we go. Oh. Your hand, Morgana. Keep it. Yes. Oh, yeah. Something maybe like that. That was actually very nice, but not like this. More together, like your fingers. Yeah. Sie achtet wirklich auf alles. Also sie hat schon Erfahrung, merkt man. Und wie sie die beiden anleitet, ist optimal. Also die macht das gut. Or maybe it was. No, actually, it's. Don't worry about that because it's all kind of wrinkly. It looks fine. I think you're going too much like forward, yes. And your hand a little bit more closer. Yeah, yeah, there you go, there you go. Just like simple. And get closer to each other again, yeah. Präsentation optimal. Besser kann man es nicht machen. Wie sie es zeigt, dass sie nachher gleich die Bilder zeigt, dass sie sogar das RAW-Image zeigt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Und dann das fertig bearbeitete Bild. Klasse. Super. Und die beiden Models. Wow. Schick. Sehr You schön. might have noticed that the hand changed in before and after. You see, I love the shot I took before I asked Morgana to change the hand position. So I just decided to crop out the good hand out of a picture that I didn't really like, but I liked the hand, and I pasted it onto the picture that I really loved, but I didn't like the hand there. Sometimes limb replacement just saves a great picture. Ja, das ist natürlich legal. Kann man schon mal machen. Sie sagt, naja, wenn mir die Handhaltung nicht gefällt und ich habe natürlich eine Serie geschossen und habe ein Bild dabei, wo die Handhaltung super ist, dann nehme ich halt von dem einen das, von dem anderen nehme ich das und schneide mir beide zusammen. Finde ich in Ordnung. Sure, and that's another reason why I like to take a lot of pictures during the photoshoot. You never know when you might need something. Ja. Da hat sie natürlich schon recht. In solchen Situationen, gerade im Paarshooting oder so, ja, na klar, muss man durchfeuern und durchschießen. Logisch. Ich persönlich bevorzuge allerdings wirklich, ein Bild von vornherein schon so zu komponieren, dass diese Geschichten nicht mehr auftreten. Ich habe es aber auch schon ein-, zweimal so gemacht. Thinking maybe your hand now, if you want. Actually, ooh, yeah, that does look really nice. I think the light on Morgana's just like slightly. Like I need to put it like this, a little bit more. Yeah, there we go. That's nicer, I think. Also ihr müsst auch immer dran denken, für die Videokamera ist es jetzt natürlich leicht überbelichtet. Für sie beim Fotografieren, sie wird leicht unterbelichtet. Das zeigt sie auch die ganze Zeit, wenn ihr euch die RAW-Bilder anschaut, die sind immer etwas dunkler. Da hat sie auch vollkommen recht, also Drittel bis eine halbe Blende unterbelichten, ist durchaus in Ordnung. Mache ich Oh genauso. yeah, you guys, that's so beautiful. Und sie lobt auch ihre Models die ganze Zeit. Das ist auch völlig in Ordnung, denn man muss ja die Leute auch ein bisschen motivieren. Manche akzeptieren das am Anfang gar nicht so und denken, man lobt sie über den grünen Klee, aber wenn sie nachher die Bilder sehen, sind die mit dabei und freuen sich. Und das verschafft auch eine gute Laune am Set. Schön. Ja, ein bisschen dunkler, ein bisschen rötlicher.
ihren Stil. For these next shots, I decided to add one more light. I'm just using another G200, but this time with a smaller softbox. At first, I put it behind the models on the right side, but then I quickly changed it to fully behind and above the backdrop. Ihr seht, also sie hat jetzt die ganze Zeit mit einem richtigen One-Light-Setup gearbeitet und solche Bilder rausgebracht. Und das ist eben das, ihr braucht nicht erstmal eine riesen Ausrüstung zu haben, um für solche Geschichten dann wirklich gerüstet zu sein, sondern gute Fotos, die entstehen aus einer Idee und aus wenigstens einem guten Licht. Jetzt macht sie Folgendes, sie nimmt eine kleinere Parabolbox und hängt die nach hinten, geht natürlich mit dem Licht weit runter. Denn sonst hat sie auch oder hat die Chance, dass sie Lensflares reinkriegt. Das will man natürlich da nicht haben. Das würde in so einem Content auch ein bisschen bescheuert ausschauen. I made it as warm as I can for some color contrast and I think I used it at around 20% power. This created beautiful soft hair. Ja, also sie hat ein Fünftel Licht hinten drauf. Light, very subtle, but still helps to separate the model. Ja, und da kommt die Bestie ins Spiel. Der Hund muss natürlich dann auch mal gucken, was hier Sache ist und einen kleinen Kontrollgang durchführen. Model from the background and create some visual interest. But if you put your turn your face more towards me, Morgan, like more, yes, 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 like this, ooh, and then ooh, your hand, put it like in front here, yes, maybe just a little bit less, yes, oh, that is gorgeous right there, and then is it possible for you to fully like put your head like on. Ooh, that's really nice, but grab that hair. Yes, yes. Ooh, okay, don't move. I'm just gonna move your hair a little bit, okay? Da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, habe ich in anderen Videos auch schon angesprochen. Ihr als Männer solltet jetzt nicht so spontan dahin stürmen und in den Haaren anfangen rumzufummeln, sondern immer erst fragen, darf ich sie anfassen, wenn es eine fremde Person ist, also ein Kunde zum Beispiel, oder darf ich dich anfassen? Egal, man fragt immer grundsätzlich vorher, sonst kann das Situationen herbeiführen, die nachher ja unschön enden. Also das sind ja jetzt alles Mädels und da gehe ich schon mal davon aus, dass die sich zum einen kennen, also schon öfters zusammengearbeitet haben, da ist das okay, und zum anderen vielleicht sogar befreundet sind, da macht das natürlich nichts. Even, what if your hand is like more like right here? Yes, 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 where I can see it more, yes. And what if you put your head almost like, yeah, yes, yes. Oh. Ja, damit muss man rechnen, wenn man Tiere hat. Ne? Bei Katzen ist es ganz genauso. Luna, you're ruining our photoshoot. Get out. Ja, schön. So, und da seht ihr jetzt auch natürlich, hat sie hintenrum jetzt nicht mehr genug Freiraum, beziehungsweise sie muss danach retuschieren. Deswegen schießt sie auch hier mehr mit Tele, denn wenn sie im Weitwinkelbereich arbeiten würde, an 50er geht ja schon ein bisschen weitwinkliger ran und sie macht auf die Entfernung Bilder, dann muss sie den halben Raum wegretuschieren nachher. Mit diesem Falthintergrund hat sie bei Tele mehr Chancen, als eben bei den 70 mm oder was sie da benutzt, mehr Chancen, dass sie so viel wie möglich Hintergrund hinter die Models packen kann. Ja, und da seht ihr das natürlich retuschiert, ist ganz klar. Die Musik ist schön. Ah. If you're wondering how I'm filling in the background in jetzt erklärt sie es. Some of these before and afters, I'm just using content aware fill mostly and sometimes generative fill. So let me know if you'd like a tutorial on that. Reason number three why I prefer LED lights, and some of you might argue with me on that, but I find it to be a lot softer than flash or strobe. Sure, you can get very similar look with either, but I find that I have to work a lot harder with strobes to achieve that look rather than when I use LED lights. As someone that loves natural light, I find LEDs to look the most natural.
That's crazy. What if you put both hands kind of like this? Like closer, kind of. Yes, that's very, very beautiful. Oh my God, oh, that's absolutely gorgeous. Und die Bestie kommt wieder ins Bild. Klasse. Also die hat aber auch einen Blick drauf, muss man wirklich sagen, so komplett melancholisch, herrlich umrahmt von ihren Haaren und von dem Schmuck. Das hat sich die Fotografin schon sehr schön überlegt. Auch die Klamotten sind super. There is one minus to using LED lights. Most of the time they're just not as powerful as flash or strobe. Jetzt kommt sie auf den Punkt. Es gibt natürlich auch Nachteile mit dem LED-Licht. Vorher hat sie ja gerade gesagt, ja, sie schätzt die Weichheit des LED-Lichts. Kann ich jetzt so nicht ganz genau nachvollziehen. Das kriegst du mit dem Blitz genauso hin. Aber egal, sie sieht es halt so. Jetzt bin ich mal gespannt, was sie jetzt als Nachteil präsentiert. This particular light worked great for me because I normally shoot around f2 to 2.8 in the studio. But if you want to shoot around F8 and up, LEDs might not be a good choice for you. Gut, ja, wenn sie natürlich offenblendig fotografiert, kommt genug Licht in die Kamera, auch mit dem etwas schwächeren LED-Licht, das ist ganz klar. Wenn sie natürlich mit einer 8 oder mit einer 11 fotografieren will, um mehr Schärfentiefe zu erreichen, dann ist es natürlich so, dann haben die Dinger nicht genug Power. Aber da sie grundsätzlich ja anscheinend offenblendig fotografiert, was ich gut nachvollziehen kann, die Unschärfe, das ist natürlich sehr schön, naja, ist es für sie nicht ganz so relevant. Es ist aber halt ein Nachteil, das stimmt schon. Für Produktfotografie ist es nämlich nicht ganz so optimal. Yeah. Very beautiful. I think, what if you put it slightly on, yeah, what if you do it on the other side, I think. Leave the other half like on, yeah. Yes, that's beautiful. Oh, wow. Klasse. Wundert mich, dass sie nicht schon versucht, in der Kamera den Rotstich wegzukriegen, indem sie halt einfach die Farbtemperatur jetzt mal verändert. Aber naja. Was soll's? Ja, schön. What if you put the hair now on both sides? Ja, jetzt fotografiert sie wieder mit einer anderen Kamera und mit dem 50er. Geht sie mehr ins Porträt? Muss er natürlich näher ran, ist ganz klar, und damit fällt auch dieser Nachteil für den Hintergrund dann entsprechend weg. Ja, just for the close-up. Ja, das wäre jetzt bei einer Spiegelreflex nicht gar so toll. Ja, ich meine, was sie da jetzt hat, das ist natürlich jetzt eine Kamera, die spiegellos arbeitet. Bei einer Spiegelreflex, wenn da jetzt zum Beispiel das Licht der Box hinten in den Sucher reinkommt, kann das in der Kamera zu störenden Reflexionen kommen. Also da müsst ihr aufpassen, wenn ihr mit einer Spiegelreflex unterwegs seid. Oh, that's really nice. That's really cool. Hey, jetzt nimmst du doch den Sucher. Yeah, like this. Yeah.
Da muss ich noch was zu der Windmaschine sagen. Also das ist ja jetzt ein normaler Ventilator. Wenn ihr eine Windmaschine nehmt und ihr habt ein Model, das empfindliche Augen hat, dann gnade euch Gott, das kann euch das ganze Shooting versauen. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Super Model, alles ganz toll, aber wenn die den leisesten Luftzug ins Gesicht gekriegt hat, dann war es schon aus. Ja, also mit so einem Ventilatorchen, was sie da jetzt in der Hand hat, da mag das noch gehen. Aber eine richtige Windmaschine, die dann schon mal den Orkan hier entfacht, da sieht die Sache mal ganz anders aus. Oh, that's beautiful. And look down here. Oh my God. Ja, und jetzt habt ihr das natürlich. Das seht ihr jetzt hier auch an der rechten Kante, vom Haar sozusagen, auf der rechten Seite, auf der linken ein bisschen, naja, weniger. Geht schon. Also tut dem Bild jetzt überhaupt keinen Abbruch natürlich, aber wir haben dann Unschärfen drin und bei einer 250. Sekunde Belichtungszeit ist es halt natürlich so. Also für mich wäre da wirklich die Lösung gewesen, dann auf eine ISO 400 zu gehen, sodass ich auf eine Tausendstel oder sowas komme, ja, wenn es optimal funktioniert oder wenigstens auf eine 500. oder so. Trotzdem top. Also, das ist minimal hier. Sie hat Glück mit ihren Serien. Ja, hier sieht man es, das passt schon sehr gut. Yeah, what if you hold it with your hand? Yes. And twist your body towards me a little bit more. Yes. There we go. There we go. With this other hand, maybe on. Yes, I actually like that better, I think. Because it's almost like a little bit too. Just think. You know what? Don't think about what I'm saying. Think what is like relaxing just for you to sit, like how you would, and that's beautiful. There we go. Yeah, literally, that's gorgeous. And chin down just a little bit. And eyes at me. There we go. That's absolutely gorgeous. Love it, love it, love it, love it. Wow. Okay, that's absolutely. Ja, die machen dann halt auch was, ja. Und es ist natürlich für dich als Fotografen dann sehr angenehm, wenn das Model auch agiert. So here, perfect. I'm kind of now shooting like your knees as well. If you can move these knees a little bit, like no, the other way, kind of like yes. But actually, that's really pretty. Maybe put them down so you're more comfortable. Yes, just like yeah. There we go. Oh, that's so gorgeous. Oh, I love that. What if? Is it possible to like put even here, like with your legs, even a little bit more? Ooh, maybe that's no. Put them how you had them before. Yeah, that's really nice. That's really. Da muss man gleich auch wieder lobend erwähnen, der das Video jetzt macht, der hält sich auch zum einen dezent im Hintergrund, was dann die Models natürlich nicht irritiert. Aber zum anderen behält er auch eine gute Position bei. Ich meine, die Irene, die ändert sie jetzt ihren eigenen Standort jetzt nicht so oft, dass der da jetzt wirklich in Hektik geraten könnte. Also von daher hat er natürlich sehr gute Karten, aber er macht es auch gut. Man sieht auch viel von dem gesamten Set und wie das alles funktioniert und hat ja nachher die Detailbilder. Klasse. Also wirklich schön, Really schön nice. gemacht. Yes, that's really pretty. Oh, I love that. I love, 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 love. So now here, the only thing with the hand, because yeah, that's much better. That's much nicer. Yeah, you can just like grab onto the neck. Oh, no. Yes. Okay, stay like that. I need to be just a little bit further. Holy shit. Oh my God, Morgan, that's such a beautiful shot. Wow. And just look down a little bit more. And look, just your eyes at me, yes. Oh my God. Ja. Leute, und das ist halt das, wenn man Bilder bearbeitet. Das ist jetzt kein anderes Bild und kein völlig neues Bild, sondern es ist einfach um das ergänzt, was fehlt. Und es ist auch um die Tonwerte ergänzt, die vorher gefehlt haben.
Übrigens, da braucht ihr nicht meinen, dass es früher in der analogen Fotografie anders war. Denn da wurden halt im Labor diese Effekte dann entsprechend erzielt. Natürlich jetzt mit der Retusche war das deutlich komplizierter. Da hat man dann anders agieren müssen. Da musste man also das Set entsprechend gut schon angepasst haben. Aber wie die Tonung der Bilder dann vonstatten ging, das wurde dann halt auch über die Chemie gelöst. Und über andere Belichtungen und über Filter beispielsweise. Ah, der Schmuck allein, wie der schon zur Geltung kommt, ist natürlich für mich als Produktfotografen ein besonders schönes Detail. Oh. Oh. We should totally do like the back. Yes. Yeah, yeah. Yeah, let's do that. Let's do that. Oh. Der Hund, ich kann Spitze ja nicht ausstehen. Das ist ja eine Spitze. Also da kriege ich einen Vogel. Ich mag die nicht. Aber der ist witzig. Oh. We should totally do like the back. Yes. Yeah, yeah. Yeah, let's do that. Let's do that. Schau dir den an. Aber er ist friedlich und ruhig, ja, kein Kläffer, sondern er schaut sich die ganze Sache an. Zwischendurch gibt es eine kleine Inspektionsreise hier durchs Studio. Mei, ich find's okay. Just literally like that. Ja, auch ein schöner Rücken kann entzücken. No, no, it's not, oh, but the little tag is... Ja, das ist auch sowas. Natürlich können Sie sagen, ja, das mache ich in Photoshop weg. Nein, das ist jetzt das Tag, also das ist hier das kleine Fähnchen, wo draufsteht, die Waschempfehlung draufsteht und so. Ja, dann macht man es halt gleich weg, dann muss man es auch nicht retuschieren, sondern hat es gleich perfekt. Und so ist es auch in Ordnung. That's absolutely gorgeous. Yes. Ja. Ja. Schaut euch das an. Ja, perfekt. Wirklich gut. Auch von der Nachbearbeitung her gut. Ich glaube, mit den Haaren hat sie auch noch ein bisschen was gemacht. Gell? Da, ich vermute mal, dass sie die Unschärfe noch ein bisschen übertüncht hat. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber es ist hervorragend, hervorragend. Schön fotografiert, schöne Bildidee, alles, das Model auch super. Bar. You know what? What if you do... yes. And it was nice when you had like the whole, yes, yes, that's very beautiful, that's very beautiful. No, I don't like it. No, ooh, that's really nice. And more, but you will have to go more like forward. Ja, sie bieten an, sie arbeiten mit, perfekt. Even more, so like really like curvy back. It's like this, yes, yes. Stay there. I'm just gonna move those chains a little bit more towards my side. Go. Yes. And look at me. So this is it. I hope you guys enjoyed this video. Huge thank you to Juin for sponsoring today's video. Also big thanks to my beautiful models. Definitely check them out. I will link them in the description. I will also link everything that you need in the description, like the lights, the modifiers, the backdrops that I use. Wahnsinn. Used the camera equipment that I used, so don't forget to check that out. Give this video a like if you liked it, subscribe to my channel, and I'll see you guys in my next one. Bye!
Ja, wenn man da keine Lust bekommt, selber wieder ein bisschen Porträt, Boudoir und so weiter, Fotografie zu machen, dann weiß ich ja auch nicht. Also ich habe das ja jetzt schon öfters gemacht. Muss ich aber sagen, also das Level habe ich noch nicht erreicht. Wäre aber mal schön, es wieder zu probieren. Na, vielleicht mache ich das auch mal und zeige es dann. Hat mir super gefallen, dieses Video. Also wenn man sich mehrere Sachen von der Irene mal anschaut, dann werdet ihr auch sehen, die macht auch Street-Fotografie ganz hervorragend. Ja, kann mit Leuten gut umgehen. Das ist auch das A und O. Das hat man hier auch gemerkt. Die ganze Stimmung im Studio war positiv. Und sie hat viel gelobt. Sie hat die Models nicht eingeengt, sondern die fühlten sich frei, selber aktiv zu sein und aktiv zu werden. Die Technik hat sie schön erklärt. Sie hat auch viele Informationen bereitgestellt, die uns Fotografen zum Beispiel helfen, ähnliche Projekte mal schon gleich mit ordentlichen Ergebnissen zu realisieren. So muss das sein. Ja, was meint ihr? Habe ich zu viel versprochen? Schreibt's mir doch unten in die Kommentare. Natürlich freue ich mich auch über einen Like oder über einen neuen Abonnenten, der jetzt gerade meinen Kanal kennengelernt hat. Ich denke, es werden noch einige Reviews über Videos kommen von meiner Seite, denn es macht mir wirklich Spaß, diese zu produzieren. Und natürlich gibt es auch bald wieder Fotoshootings von mir zu sehen, aber dann eher aus dem Produktfotografiebereich. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ja, Alex Schwarz.